Hallo ihr Lieben. So, jetzt gab es gestern hier eine riesige Überschwemmung. Es war ein richtiges Unwetter. Es hat aus Kübeln geregnet. Man konnte echt gar nicht laufen oder dann mit Gummistiefeln oder am besten barfuß oder mit Badeschlappen. Und ich, so optimistisch wie ich war, bin ich gestern hier mal aus dem Ort raus, also aus dem Campingplatz raus, in den Ort rein, so rum. Und wollte einfach mal essen gehen bei einem Italiener, der mir empfohlen wurde. Und dachte, ach Quatsch, die ganze Zeit wurde Regen angesagt. Es hat nicht geregnet, heute Abend wird es auch nicht regnen. Und habe alles offen gelassen, also das Dachfenster, die Fenster, dass es durchlüftet. Ganz viele Sachen zum Trocknen draußen aufgehängt. Und während ich beim Italiener saß, so eine halbe Stunde Fußweg entfernt, hat es angefangen aus Kübeln zu regnen. Und ich dachte nur, oh mein Gott, okay. Wieder was dazu gelernt. Anfängerfehler. Ja, dementsprechend, wie ich zurückgekommen bin, ich bin mit dem Taxi zurückgefahren, war hier im Bulli auch alles nass. Das war so unangenehm heute Nacht, weil es war die ganze Zeit diese Feuchte im Bus und wirklich jedes einzelne Handtuch, alles war nass. Und ja, es war wirklich sehr unangenehm, aber gut, habe ich auch wieder dazu gelernt. Habe möglichst, wie es auch ging, die Handtücher im Bulli selbst dann aufgehängt, dass sie trocknen, weil also auch draußen gab es keine Möglichkeit. Es war wirklich sehr unangenehm und ganz viele Schnaken überall. Wieder was dazugelernt, auf keinen Fall den Bulli offen lassen. Das Weitere war noch, der Strom war weg. Und warum? Weil diese Stecker, die man eben an dem Bulli dran steckt, die haben ja dann nochmal irgendwie so ein Steckteil, also für das Verlängerungskabel. Und ich habe das draußen liegen lassen. Wusste ich auch nicht, dass man das halt nicht macht, weil es kann ja auch mal regnen. Und dann gab es einen Kurzschluss, weil da ist Wasser reingelaufen und zum Glück gibt es ja sowas, so eine Sicherung, ne, die dann rausfliegt, dass hier nicht dann irgendwie alles unter Strom steht. Ja, und dann hatte ich keinen Strom, es war dunkel, ich konnte mein Handy nicht aufladen und so weiter, aber ich denke, das gehört alles dazu. Und ich lerne ja auch weiter, denn nämlich dieses Verbindungsteil, diesen Stecker, ist besser, wenn man den quasi auf den Reifen drauflegt. Wisst ihr, dass der so quasi oberhalb auf dem Reifen und dann also geschützt ist vom Auto, dass da eben nicht Wasser reinlaufen kann, weil so wie er jetzt gestern dann lag, lag er richtig in der Pfütze, weil es war auf der anderen Seite vom Bulli, war wie ein riesiger See. Zum Glück war es auf der Seite, wo ich reinsteige, war es nicht so. Es war alles super matschig. Total toll finde, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, dass wirklich die Camper untereinander sich total unterstützen. Und ich habe dann gestern eine Frau dann auch angesprochen und meinte, ob jetzt hier generell der Strom ausgefallen wäre. Schick mal meinen Mann. Dann hat sie den noch irgendwie um kurz vor 11 abends nochmal rausgescheucht. Und dann habe ich sie gefragt, ist das nur hier auf dem Campingplatz so, dass so alle so nett sind und sich gegenseitig helfen? Dann meint sie so, nee, das ist so. Also sie sind schon jahrelang Camper. Sie hatten früher auch einen Bulli, genau wie meinen. Jetzt haben sie einen ganz tollen Wohnwagen, weil sie keinen Bock mehr haben zum Schrauben. Aber hatten auch so einen und kannten sich deswegen genau mit dieser Ausstattung auch total aus. Und sie meinte, nee, das ist so. Die Camper, die halten zusammen, die unterstützen sich. Also ich habe mich gefragt, warum ist das so? Manchmal ist es so, dass die Nachbarn sich keinen Meter untereinander unterstützen oder vielleicht mal ein Hallo sagen. Man lernt sich nach 3 Jahren erst richtig kennen. Natürlich hat das ja auch immer was mit einem selber zu tun, wie offen man ist. Und warum ist das hier dann auf dem Campingplatz, obwohl man sich überhaupt nicht kennt, so sofort so eine Verbindung da? Und dann habe ich so überlegt, wie kommt das? Wenn man irgendwo in einem Haus in der Stadt wohnt, ist das manchmal so alles so anonym. Und ich glaube, das ist, weil dieses Freiheitsgefühl und dieses Hobby quasi campen, dass das schon also verbindet, weil man ja so das gleiche Hobby hat und dann ist man gleich schon miteinander verbunden oder man hat das gleiche Ziel. Das zum Beispiel in meiner buddhistischen Gemeinde ist das nämlich auch so. Wir haben alle das gleiche Ziel. Also das Ziel ist, Weltfrieden verbreiten und glücklich werden oder glücklich sein und andere auch glücklich machen. Und da ist das nämlich dann auch so, dass wir teilweise total verschiedene Menschen sind, verschiedene Charaktere und trotzdem uns gut verstehen, weil wir alle die gleiche Basis haben, das gleiche Ziel. Und im Buddhismus redet man dann von diesem Prinzip, verschieden im Körper, aber vereint im Geist. Also es bedeutet, dass die Menschen total verschieden sind mit ihrem Ego, mit ihrem Dasein, mit ihrem Charakter, aber das Ziel ist das gleiche. Also das Herz und der Geist gucken in die gleiche Richtung und deswegen das verbindet.
Und deswegen versteht man sich dann auch. Und das passiert aber auf einer ganz anderen Ebene, so diese Verbundenheit und dieses, ja, Zusammenhalten. So ein Auto muss auf jeden Fall mehr gepflegt werden als ein neueres Auto. Also gerade muss man aufpassen auf Feuchtigkeit. Hier unten drunter bei den Trittbrettern, seht ihr das hier? Da muss man echt auch immer drunter gucken. Da ist auch jetzt gerade alles feucht geworden. Das ist halt einfach ein altes Auto. Da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen und das pflegen, weil das gibt sonst ganz schnell Rost. Und ja, dann hat man nicht mehr so viel Spaß an dem Bulli. Deswegen mache ich das jetzt auch alles sauber und räume das aus, dass das schön jetzt trocknen kann. Ich bin echt froh, dass die Sonne scheint. Ich lasse das jetzt mal so, dass das unten drunter richtig trocknen kann. Dieses Kabel habe ich gemeint. Das ist das Stromkabel, das geht von hier ab. Quasi, das ist so ein Spezialstecker. Und das ist dann quasi einfach nur ein ganz normales Verlängerungskabel. Und das lag hier unten einfach im Wasser. Und man sollte es eben hier hochlegen. Es tropft immer noch ein bisschen. Wundert mich, dass es jetzt schon wieder geht. Die haben mir wieder die Sicherung im Sicherungskasten reingemacht. Und ja, das sollte man echt immer hier oben drauf legen, dann ist es sicher vor Regen geschützt. Mit diesem tollen Baum direkt hier, der ein bisschen schützt. Das ist echt super. Schönes Plätzchen erwischt. So, das hier ist der Wasserkanister. Da passt allerlei rein. Ich weiß gar nicht, wie viel. Das schraubt man einfach hier oben auf. Wenn man es transportieren möchte, dann gibt es nochmal so einen extra Deckel zum Zumachen. Hier sind die ganzen Anschlüsse. Kühlschrank, der läuft einmal auf Gas. Das lasse ich mir heute noch mal erklären von jemandem. Der hat gesagt, er zeigt mir das, er lässt seinen immer auf Gas laufen, weil das viel ja, kostengünstiger ist als auf Strom und ich meine auch umweltfreundlicher. Und das hier auf Strom laufen, da kippt man den Schalter dann einfach um, wenn das Wohnmobil tatsächlich gerade am Strom hängt. Ansonsten nicht, bringt nicht viel. Hier rum, dann läuft es auf Batterie, weil die meisten, also wie jetzt auch meiner, die haben eine zweite Batterie, eine Standbatterie, da greift dann das Wohnmobil zu, wenn der Motor aus ist. Also damit die eigentliche Batterie nicht leer geht. Aber das würde ich auch wirklich nur vorübergehend machen, wenn man zum Beispiel an einer Raststätte eine Stunde steht oder so, dann würde ich das kurz machen, aber nicht als Dauerprogramm. Ja, und hier ist dann eben die Einstellung. Ich habe ihn aber fast immer auf 7 stehen, weil der gibt jetzt nicht so viel her. So, genau. Jetzt habe ich ihn aber auf Strom, weil er steht auf Strom. Und wenn ich dann weiß, wie das funktioniert, dann stelle ich das um. Ich habe das mich noch nicht getraut mit dem Gas. Wie ihr wisst, habe ich es noch nicht so ganz mit dem Gas. Das Gas ist nämlich bei mir jetzt hier hinten dran. Pass auf, hier ist die Gasflasche, die muss man aber auch ab und zu warten lassen. Ich glaube, das ist erst passiert. Das möchte ich dann nochmal checken lassen, ob mit der alles okay ist. Das muss man immer mal checken, dass da nichts entweicht. Und was das da hinten ist, das weiß ich leider noch nicht. Werde ich vielleicht noch rausfinden. Und das sind nochmal extra Gashähne, die man dann speziell immer an- und ausmachen kann. Aber das mache ich nicht, weil hier gibt es eben dieses, den Haupthahn und dann, hat es gemacht. Und dann kann man das hier auf- und zudrehen. Ich lasse das aber immer zu und nur wenn ich es dann brauche zum Kochen, drehe ich es auf. Aber wenn dann mir jetzt der gute Herr zeigt, wie das geht mit dem Kühlschrank, dann werde ich das wohl immer offen lassen müssen. Aber das werde ich mir nochmal genauer erklären, weil, wie gesagt, ist mir noch ein bisschen suspekt mit dem Gas. So, die Maus ist ja auch sauber, gell? Die habe ich nämlich geduscht vorhin. Ist sie schon getrocknet, gell? Ist sie schon getrocknet, gell?